Hallo, liebe Freunde von Leanders Lieblingen. Heute habe ich ein Buch ausgewählt, das ein sehr problematisches Thema behandelt. Aber das muss man eigentlich gar nicht sagen, dass es problematisch ist. Obwohl, tja, da ist ja schon so ein roter Bepper drauf. Auf diesem Bilderbuch Mama Mia und das Schleuderprogramm. Und da heißt es, Kindern Borderline erklären. Also Borderline war für mich immer eine sehr, sehr schreckliche Krankheit. Ich habe mir da so Mütter vorgestellt und Väter vorgestellt, die auf ihre Kinder einschlagen und irgendwie jedenfalls keine Begrenzung für sich als Person kennen. Und wenn die Kinder Pech haben, dann wird das auch auf die Kinder übertragen. Aber in diesem Buch habe ich jetzt gelernt, dass es gar nicht so schrecklich schlimm sein muss. Tja, wenn, und das darf ich vielleicht einfach gleich mal vorstellen, wir es mit einer reizenden jungen Dame Mia zu tun haben, die übrigens gerne Dompteurin werden möchte. Sie möchte gerne Raubtier- oder Raubkatzendompteuse werden, denn sie hat einen hinreißenden Kater. Das ist Yuki und wir sehen sie hier mit Yuki zusammen. Und ich meine, wenn Kinder dann schon so eine reizende Katze haben, mit der sie so wunderbare Erfahrungen machen können und die Mama manchmal auch als Zirkusartistin ganz tüchtig ist, dann ist das alles nur halb so schlimm. Genau, halb so schlimm. Aber manchmal ist es dann eben doch richtig schlimm. Also wenn Mia morgens zum Beispiel aufsteht und schon Frühstück gemacht hat, weil Mama ihr gestern versprochen hat, dass sie heute auf die Kirmes zusammengehen. Und zwar nur sie beide ganz allein sich einen wunderschönen Tag machen. Und dann kommt sie ins Schlafzimmer der Mama und das Bett ist leer. Und die Welt ist sehr grau. Nicht nur die Bettwäsche der Mama ist ganz grau, die Mama ist weg. Sie hat ihr Kind allein gelassen, weil sie mal wieder überhaupt nicht mit sich zurechtkam und unbedingt mit ihrer Ärztin telefonieren musste. Aber sie hat auch nicht aufgepasst, das Telefon ist leer. Sie hat es einfach in die Ecke geworfen und Mia weiß nun gar nicht, was los ist. Aber die Mama hat doch letztlich vorgesorgt. Sie hat dafür gesorgt, dass obwohl die Welt manchmal sehr grau ist, es Ärzte gibt, die ihr helfen können. Und da gibt es eine Frau Dr. Henn. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo da dieses Bild ist von ihr. Moment. Genau, da ist sie. Also sie ist, finde ich, der Inbegriff einer liebevollen Psychotherapeutin. Frau Dr. Line Henn. Und sie erklärt nun der kleinen Mia, wie das ist mit dieser Krankheit, die die Mama hat. Und das Tolle ist, dass nämlich eben, tja, Yuki ist mal wieder der Held. Yuki sitzt immer so gerne vor der Waschmaschine. Und solange die Wäsche da so bunt durcheinander fällt, ist das ja alles ganz lustig. Aber wenn die dann schleudert, dann sieht man richtig, wie es innen ganz leer und tot ist. Und so erklärt die Frau Dr. Henn, der kleinen Mia ist es für die Mama manchmal. Denn dann fliegen alle ihre Gefühle wild durcheinander. Und sie kann das selber nicht mehr sortieren. Aber das sind nicht die Gefühle von Mia, sondern das sind die Gefühle der Mama. Und jetzt, wo Mia das weiß, dass die Mama zwar manchmal, und das ist übrigens mein Lieblingsbild in diesem Buch, weil es das auch wieder bei Yuki sehr deutlich macht, was Haltlosigkeit ist. Übrigens finde ich, dass diese Illustratorin das hervorragend geschafft hat, sehr sympathische Figuren zu zeichnen und eben, und das finde ich wirklich große Kunst, diese Katze, die liegt mit im Bett, aber sie hat keinen Halt. Obwohl die Mama lächelt und auch Mia lächelt, aber die Katze hat keinen Halt. Sie liegt und hängt sozusagen frei in der Luft, so wie die Mama eben manchmal. Aber sie lächelt, Yuki lächelt. Und das ist dann auch das Ende der Geschichte, nämlich, dass alles gut wird, weil dieser Wunsch, mithilfe der Psychotherapeutin, der Wunsch, Zirkusdompteuse zu werden und das mit Yuki und Mama zusammen zu üben, das ist ein herrliches Spielfeld, in dem die drei zusammen üben können, dass es der Mama wieder besser geht. Obwohl Mia ist nicht schuld daran, dass Mama diese Krankheit hat.
trotzdem kann sie ihr helfen, obwohl sie noch klein ist. Und die ganz kleine Yuki, weil sie Hilfe bekommen. Nicht nur übrigens von Frau Dr. Hemm, sondern auch von den Nachbarn und von den Leuten, die im Haus wohnen. Also ein durchaus rundes Programm, Mama zu helfen, wieder gesund zu werden. Es sind Psychotherapeutinnen, die dieses Buch gemacht haben, aber trotzdem, finde ich, ist es ein kleines Kunstwerk. Ich möchte also wirklich nochmal diese Annika Merten hier hervorheben, die mit diesen Bildern wirklich es geschafft hat, Kindern klarzumachen, dass sie sich nicht fürchten müssen, sondern dass das etwas ganz Alltägliches ist, mit seinen Gefühlen und sich selber manchmal nicht so ganz klar zu kommen. In diesem Sinn, ein wirklich kostbares Buch.